moin. Ja, so heute geht's nach Beverstedt. Ja, und zwar ich bin alleine im Auto, weil Flo, der kriegt nachher noch seine Zweitimpfung. Ja, ich habe mir eine geben lassen. Die Johnson ist eigentlich recht später angefangen als alle und war früher fertig. Und naja, jetzt haben wir halt heute nach Beverstedt. Ich treffe mich gleich mit dem Troll Trotter. Wir fangen dann schon mal an und haben natürlich das beste Wetter erwischt. Das echt gar nicht, ey. Gestern war noch so gut und heute, das ist typisch Norddeutschland, ey, kein Geschenk. 3 Tage Sonne und 2 Wochen Regen. Das ist echt, hier ist wie England hier. Ich bin auf jeden Fall gleich da, fange dann schon mal an. Flo kommt nachher kommt später nochmal nach. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir heute einen schönen, wenigstens haben wir kein Glück mit dem Wetter, Tag machen. Ja, was soll ich sagen? Dann erstmal, ne? Dann bis später, wir sehen uns wieder am Teich. Hat es ja aufgehört zu regnen. Der Björn ist auch eingetroffen. Tag, junger Mann. Ja, und? Was machst du heute? Forellen fangen. Ein bisschen angeln, ne? Ein bisschen Forellen fangen. Mal gucken, wie ich teste heute mal die neuen Köder vom Ruf des Nordens. Wie, da ist was neu? Ja, was Neues. Echt? Ja. Und zwar den Gummiköder, den El Nadador, den Schwimmer. Den habe ich jetzt auch mal direkt rangemacht hier an den Bodentaster und bin mal gespannt, wie das so funktioniert wurde. Ne? Ich bin guter Dinge. Ja, das habe ich auch. Ich habe mich mal für Pink entschieden, weil das Wetter doch recht bedeckt ist. Und naja, mal gucken, was da so läuft heute. Vielleicht nachher nochmal den Glow ran. Das kriegst du da nicht rein. Das habe ich auch schon versucht. Der Boden hier so hart. Ich hab's doch geschafft. Na gut, bin ich halt wieder zu schwach. Ja, dann, ne? Wir sehen uns nachher, wenn hier anfängt, hier rumzupiepen und rumzuklingeln, ne? Ja, dann. Bis neulich. Leute, was soll ich hier sagen? Momentan geht hier gar nichts. Also weder auf Bodentaster und Björn hat eine raus mit dem Spoon. Ich habe jetzt die Pose mit reingeschmissen. Eine Pose, ein Bodentaster. Björn hat einen Bodentaster und versucht jetzt weiter mit Spoon. Mit Tremarella hat er schon versucht. Ging auch nicht. Also momentan ist leichte Flaute. Hier der Treiber war gerade hier und sagte, wir hätten hier noch eine Forelle drin von 8 bis 9 Kilo von der letzten, von so einem letzten Event. Die soll hier wohl noch drin sein. Wir haben auch schon Fische, also richtige Flaggschiffe gesehen und hier, die springen auch wie Sau, aber kommt nichts ran. Naja, mal sehen, was der Tag noch so bringt, ne? Flo ist unterwegs, hat er gesagt, der kommt gleich her. Dann kann er ja mal unsere Kühltruhe wieder füllen. Er kriegt das auch besser hin als ich. Ja, dann gucken wir mal. Ne? Also sind auch Haufen Nachwuchsfische drin, Köderfische drin, die einen immer schön die Sachen von der Pose knabbern. Und wenn du den tiefer stellst, dann kommt auch nichts. Also ja, mal gucken. Wir haben ja noch ein bisschen. Ne? Hier Björn, erster Biss.
Jo, Petri. Ja, Petri, danke. Auch? Siehst du wohl, hat nicht lange gedauert, auf den Spoon. Und zwar auf den Lieblingsspoon von mir. Der Spoon namens Emily. Er ist schon abgehakt. Ja, wollen die mal immer lösen hier. Machen wir. Ist ja wohl gar nicht, Björn. Guck dir das an. Der hat ja gesagt, jetzt zeig uns, wie es geht. Ja, ja, komm, angekommen, frisch geimpft, ne? Und dann klappt das auch mit der Forelle. Hier, mit dem neuen Elspudo da, der. Komm mal, da ist er. Ja, man sieht ihn, oder? Ja, ich denke schon. Ja, alles klar. Siehst du, das ist doch das Problem, die habe ich nämlich nicht hier. Hast du die Falsche? Nee, gar keine hier. Bei mir kaufen wir. Ach so. Die hier, auf den hier. Ja. Immer. Auf den, diese. Ne? Ja, hat hier hingehauen. Vergessen, was ich sagen wollte. Achso, doch. Eben kam ich hier an. Ich kam etwas später als die beiden Jungs. Und der Chef sagt, zeig den beiden mal, wie das geht. Habe ich jetzt getan. Schönen Gruß an dich, Chef hier, ne? Also, ja. Espuno hat mal wieder Don Forello mal wieder überlistet, ne? So, ich pack den mal eben schnell in die Kühlung und dann nächsten. Oh, die macht aber Ärger doch. Ist sie hier der Gärtner oder was? Jawohl, Petri. Und da guckt er schon raus da. Ist ja Maikas Boom, wa? Ja, Mann. Oh, läuft mal doch. Okay. Petri. Hat aber lange genug gedauert. So. Oh, Maddie, was hast du? Oh, eine gute Portion. Hat auch lange genug gedauert, Alter. Seit heute Morgen um 8 bin ich hier. Ja. Und schnallst du den raus? Ich hatte den noch nicht mit. Ja, ich hatte den, ne? Ja, du hattest ihn mit, ja. Und jetzt? Ja, siehst du. Ja, siehst du, wunderbar. Den hat auch mal ziemlich tief genommen, sag ich jetzt mal. Normalerweise hängt der Haken außen am Maul, weil sie die meisten von der Seite angreifen, die Dinger, ne? Ja, siehst du. Der hängt innen drin, ne? Ja. Oder von hinten geholt. Okay. Ja. Ah, Petri, den ne? Den wollte er haben, ne? Reingeschmissen und... Ah. Dann mal schnell den nächsten. Ah. Aua. Ja, viel los. Maddy, schon wieder ist keine 10 Minuten her, der letzte Fisch. Ja. Alter Dose. Alter Dose, ich hab noch nachgehakt. Ist er abgegangen. Ich hab ihn gerade gesehen hier vorne. Ah. Zeig mal dein verärgertes Gesicht. Okay, reicht. Also sehr furchterflößend. So, da könnt ihr mal sehen, wie Björn sich um den Teig ziehen lässt. Achso, jo, danke. Ja. Das ist nett. Björn, ich habe gerade einen Kescher gekauft. Was für ein Teufel ist das? Weiß nicht, Loch Ness? Ey, der zieht immer mehr ab, Alter. Immer Richtung Insel. Ja, überleg mal, ich war da vorne, Alter, am ersten Drittel. Jetzt guck mal, wo der ist. Ich komm da nicht gegen an. Der zieht mir immer mehr weg. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Was ist denn das? Ey, der zieht komplett zur Insel. Ich kann da nichts gegen machen, Alter. Der zieht und zieht und zieht. Ja, was ist das? Hoffen, habe ich hier einen Baumstamm erwischen, treiben ihn oder was? Ja, mein Bodenfassung kommt gar nicht wieder hoch. Ich weiß das nicht, Alter. Ich kann das Ding kaum halten. Der ist von da vorne bis hier hinten hin. Noch nicht einmal hochgekommen. Ich krieg ja nicht mal mehr die Bodentasse hoch, Alter. Aber der schwimmt doch nicht, was ist denn das? Vielleicht ist er irgendwo da um so einen Ast rum und zieht. Nee, der ist nicht mehr. Der ist eben hier, also an der Uferkante lang, bis dahin und jetzt ist Ende. Ist dem unten um eine Wurzel geschwommen tick, oder so. Tick, 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 tick.
doch keine Forelle, Alter. Das Monsterteil. Du willst hier auch null, ne? Null? Ja, irgendwo um so eine Wurzel unten rum. Da ist sie, hier. Hier vorne schwamm sie. Da vorne ist sie gerade geschwommen. Ja, dann ist sie irgendwo umgewickelt. Maddy, komm mal eben her mit der Spoonangel. Dann müssen wir deine Sehne irgendwie kriegen. So, deine Sehne kriegen. Die wird irgendwo unten um so eine Baumwurzel sein. Und die Sehne schwimmt jetzt hier irgendwo im Teich rum. Der Rest Sehne. Jetzt müssen wir deine Sehne irgendwie kriegen. Scheiße. Die war auf jeden Fall hier in der Ecke. Hier. Ja, die war eben hier vorne zu sehen. Forelle. Ja, wahrscheinlich ist Björn jetzt da vorne um so eine Baumwurzel unten rum. Und da kann ich jetzt den Fisch nicht mehr drillen. Komm mal eben hier, ja? Hier da vorne. War irgendwas Fettes dran, Alter. Da vorne ist eben der Fisch geschwommen, ne? Wenn du jetzt ziemlich weit zur Insel wirfst, den Spoon ganz absinken lässt und den dann langsam reinholst, dann könnte das sein, dass wir seine Sehne kriegen. Okay. Ich versuche mal. Ja, das wird die sein. Das ist die große. Oh, Maddy, nein. Wollt die Insel näher holen oder was? Die so, lass absinken, ganz absinken lassen. Ganz langsam reinholen, Maddy, dass er nicht vom Boden hochgeht. Dass du auf jeden Fall die Sehne kriegst. Also Maddy hat Widerstand. Dann hol mal rein, Maddy, dass du nicht loslassen. Nicht lose lassen, einfach schnell reinholen, dass wir die Schnur kriegen. Ist noch was? Das müssen wir gleich mal eben auf die andere Seite schmeißen. Irgendwo muss sie ja sein. Wenn du jetzt ziehst, du hast keinen Kontakt mehr, ne? Ja. Hier eben. Der hat ja vorher die ganze Zeit Schnur genommen, also die Bremse die ganze Zeit gehört und seit eben ist vorbei. Als wenn er da jetzt steht und sagt, so leck mich. Ja. Hau doch wieder ab, oder was? Ja. Was ist denn da dran? Was ist denn da dran? Dahin eben.
Dementsprechend haben wir kein Glück mit dem Wetter. Ja, wenigstens haben wir Glück mit dem Wetter, können wir heute nicht sagen. Alter, das fließt doch hier gerade wie... Ja. Keine Ahnung. Ich stehe nicht umsonst im Gebüsch. Nee, nur im Garten. Den ganzen Tag beißt nichts, ne? Wenn jetzt was beißt, ne? Ja, Björn sagte gerade, das ist jetzt vielleicht ganz gut für die Forellen. Kriegen die mal ein bisschen Sauerstoff ins Wasser. Das kühlt ein Ticken ab vielleicht. Vielleicht mache ich es hier ein bisschen wacher wieder. Wir werden sehen. Naja. Ja, da hinten schwimmt einer auf dem Wasser. Weiter, du. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein Satz, das ist ein Satz. In der einen Ellenbeuge den Regenschirm, in der anderen die Route und trotzdem weiter, immer weiter. So stellen wir uns den Einsatz vor, unter Anglern. Auch bei so einem Wetter nicht aufgeben, sagt Flo vom Ruf des Nordens. Ja. Regen im Norden ist erst dann, wenn die Fische durchs Wohnzimmer schwimmen, sagt euch Flo vom Ruf des Nordens. Hat lange gedauert, ne? Sehr lange, ja. Nach dem Essen stark Regen gab's jetzt. Ja, schönes Fischchen. Hinten eine Biemnade an den S-Bruno rangehangen, das funktioniert anscheinend. Und war ja gerade ein schöner Schauer. Kann ja sein, dass das jetzt sich auf die Forellen, aufs Wasser, aufs Wirt, dass sie jetzt mehr... Quatsch hier doch nicht mal rein, ey! Was ist los mit ihm? Dass sie jetzt ein bisschen mehr... Na, wie heiß Sauerstoff im Wasser ist und dass die jetzt wieder ein bisschen aktiver werden. Ne? Wollen wir mal gucken, ob das so stimmt. Ja. Welle Nummer 2 für mich heute. Guck mal. Hast du ja auch, den kannst du ja ausprobieren. Wir haben gestern schon die ersten Pakete weggeschickt. Aha. Okay. Die Kartons sind zwar noch nicht gekommen. Hey. Regina, mach das nochmal. Was denn? Mach das nochmal. Ja, warte mal, mach mal. Von der Seite, so jetzt. Das ist ja ein bisschen was von Leonidas, ne? Okay. Leonidas? Was hast du? Na hier, von den 300. Der hat auch so ein... Na, ja, ist egal. Was ist das denn hier? Ja, das war schon bald, wa? Jo. Das hier ist übrigens Björn. Björn, erzähl mal, wo findet man dich? Meist am Wasser. Und online? Derzeit auf Instagram als Trout-Trotter. Und steht hier jetzt. Ja, genau ja. Da. Sehe ich. und demnächst auf YouTube. Jo. Ich denke mal, wenn ihr das seht, ist mein Kanal wahrscheinlich schon online. Das ist dann Trout-Trotter-TV. Und jo, da gibt es auch jede Menge schöne Videos. Über ein Like oder ein Abo würde er sich natürlich sehr freuen. Genau. Ja, diverse Kommentare. Also, genau. Also ich sag mal so, meine Expertise verdient hat das. Ne? Die Videos sind gut, ich habe die nämlich schon gesehen. Genau. Ja, das war heute Beverstehen, ne, Maddie? Ja, war heute schön. Also zum Schluss haben wir noch Glück mit dem Wetter. Ja, genau. Zwischendurch nicht so, aber zumindest ein Schneider, ne? Was haben wir jetzt? Wir drei zusammen vier Fische oder was? Kann das sein? Ich weiß das gar nicht. Wie viel hast du? Zwei. Ich habe auch zwei. Du? Achso. Ja, dann haben wir fünf. Reicht für ein Abendessen auf jeden Fall. Ja. Ja, hat Spaß gemacht. Mit Björn kann man gut angeln gehen. Wenn ihr den mal seht, gleich verhaften. Jo. Daneben stellen und mitfangen. Jo. Ich denke mal, mehr brauchen wir nicht sagen. Sag mal, über ein Like.
Was? Für euch? Ja, für uns. Ja, für den auch immer. Also wir, Maddie und ich. Wir würden uns auch über ein Like freuen oder ein Kommentar. Ja. Oder ein Abo. Genau, so sieht's aus. Alles klar. Ja. Also in diesem Sinne, bis dann. Mach's gut. Tschüss. So angelt man richtig. Also nur für alle, die es noch nicht so wissen, so zieht man sich den richtigen Fisch aus. Fast wie Fliegenfisch, was er da macht. Mann hier. Hat ein bisschen was vom Fliegenfisch, was er da macht. Ne? Fang den Baum 2.0. Ja, das nenne ich kollegial, nenne ich das. Baum? Da ist ein Baum, ja, doch da oben.